Ich nehme mal nicht an, dass es schon wieder Champignons gibt. So, ich probiere jetzt übrigens mal was. Ja, nämlich gestern. Ich habe was entdeckt. War eine neue Sorte von meinem Lieblingsbiermischgetränk. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich hoffe, es schmeckt gut. Anders, aber gut. Hallo, Mickey. Gibt es hier Champignons? Ich weiß, ich habe aus Versehen auf Mickey drauf gedrückt. Es gibt halt einfach immer noch keine Champignons. Wollt ihr mich verkackeiern? I hate it. I hate it. Die Champignons hassen mich. Ja. Wie werde ich jetzt diese Fahne hier wieder los? Wahrscheinlich indem ich mit ihm rede, ne? Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Remis Rezeptbücher? Oh ja, ich habe sie vorhin vergessen versteckt. Ich habe auf dieser Liste aufgeschrieben, wo ich sie hingetan habe. Oh nein. Das Papier muss nass geworden sein. Man kann es nicht mehr lesen. Allerdings, als ich die Liste schrieb, dachte ich daran, wo ich die Bücher versteckt habe. Könntest du deine Magie nutzen, um diese Notiz in Erinnerung zu verwandeln? Bis ganz bald. Da sind Champignons. Ich müsste nur einmal durchs Wasser gehen. Es ist echt Ironie. Ich brauche Champignons. Aber um auf die andere Seite zu kommen, brauche ich ja die Champignons. Naja, machen wir erstmal die Algen. Es ist halt ätzend, dass die so lange brauchen zum Spawnen. Nein, ich krieg's gerade einfach nicht hin. Prämierten Level ab. 1000. Nice. Das war daneben. Ich glaube, wir kriegen keine Champignons heute mehr zusammen. Bereue gerade, dass ich so viele Champignons vorher benutzt habe.
Warum kann man die nicht einfach anbauen? Naja. Man könnte halt einfach rüberspringen, rein theoretisch. Das Spiel hasst einen aber so sehr, dass man es nicht kann. So, wo ist mein Krokodilchen? Na gut, dann ist erstmal mein Ziel, die Dings hochzukriegen. Das Dreamlight. Und mein Krokodilchen zu finden, was ich gerade nicht finde. Wie ist der denn schon wieder hin? Und das Krokodil hin. Da. Hier. Nimm deinen Hummer. No, oh, es ist so süß, ne? Und jetzt ist das so ein süßes Krokodil. Aber leider. Gut. Brauche ich denn noch? Bringe zwei Geschenke. Ein Foto. Wo 5 Gemüse und erhalte 500 Sternmünzen. Aber eine tägliche Diskussion. Wir sind in meiner Nähe. Hallo. Hi. Aha. Perfekt. Okay. Hi. Stimmt, die Frisur hätte ich gerne. Ernte 3 Pilze. Ja, guter Witz. Badfaden. So, ich bräuchte dafür halt auch 1000, ne? 10.000 meine ich. Hey, du!
5000. Okay, 8000 habe ich. Oho. Wir sehen uns. 6600. Oh mein Gott. Zehntausend dazu erreichen und dann nochmal 10.000 Gold. Einfach ist was anderes. So. Oh, ich ärgere mich so, dass wir so viel mit Champignons gemacht haben. Ich weiß, es ist gerade nicht besonders interessant, aber wir versuchen einfach nur Geld zu machen. Gut, ich könnte jetzt halt auch irgendwelche Gerichte kochen. Aber für die meisten brauche ich Champignons, die Geld bringen. Aber Remi müssen wir ja auch noch auf 10 kriegen, also müssen wir erstmal angeln. Wie viel brauche ich denn hier eigentlich noch? Friedliche Wiese, okay. Also hier kriege ich hier eine Menge Algen. Anna. Komm, deine Quest nehmen wir auch mal an. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Daya, genau die Person, die ich sehen wollte. Ich weiß, was wir tun könnten, damit Elsa sich willkommen fühlt, wenn sie das Dreamlight Valley besucht. Hast du Zeit, mir zu helfen? Was brauchst du? Ich möchte einen Ort finden, der sich anfühlt, als wäre es nur für Elsa gemacht. Irgendwo eisiges. Genau! Auf der anderen Seite des Waldes der Tapferkeit habe ich eine Eishöhle gesehen, die mich an die erstaunliche Eisstruktur erinnert, die Elsa baut. Aber ich brauche deine Hilfe, um dorthin zu gelangen, weil diese Baumstämme die Brücke blockieren. Folge mir, ich werde es zeigen. Vielen Dank. Mach du mal. Das ist dann wahrscheinlich die Quest, die, auf die ich so lange warte schon, ne? Boah, dann haben wir noch die ihre. Boah, Alter. Ich finde es bewundernswert für die Leute, die wahrscheinlich jetzt erstmal noch nichts zu tun haben. Wieder. Bewundere die Leute. Also ich glaube, bis das Update da ist, werde ich nicht fertig. Achso, ich kann einmal ein Foto machen. Gibt auch nochmal Dreamlight. Umziehen kann ich mich auch gleich nochmal. Gibt auch nochmal welches. Heißt, du kannst wieder runterdrehen.
umziehen. Oder der hier. Nee. Okay. Eine Vier-Nacht-Dorn, bringe zwei Geschenke. Was braucht denn jeder noch für Nachtscherbe? Blaue Tensia. Hummer. Könnt ihr ihm eine Zitrone bringen? Habe ich mal erwähnt, dass ich mich freue, wenn ich nicht mehr im Keller sitze? Ich weiß nicht, ob sich da die Katzen prügeln oder ob der Hund mit den Tierchen spielt. Eieiei. Champignons? Champignons? Ich glaube, heute kommen keine Champignons mehr. Okay, wo ist Mickey? Da. Hallo Mickey. Brauch dich mal kurz. Ja. Danke. 7400. Alter, Alter. So, wo ist Anna? Anna ist da. Will ich wissen, was man dann dafür braucht? Könntest du mir helfen, bitte? Das ist der Weg zur Eishöhle, wie du siehst. Haben wir ein Problem, das uns den Weg versperrt. Ich habe versucht, die Stümpfe auszugraben, aber sie sind ziemlich robust. Die Wurzeln sind tief eingegraben. Ich glaube nicht, dass eine normale Schaufel das bewältigen kann. Du hast Glück, ich habe eine magische Schaufel. Ja! Natürlich hast du eine magische Schaufel. Du bist die Beste. Komm schon, lass uns die Brücke freiräumen. Oje. Oje, was? Oje? Was, oje? Ich glaube, dass selbst meine Schaufel nicht ausreichen wird, diese Dinger... diese Dinger sehen aus, als würden sie ihre Energie aus dunkler Magie ziehen. Okay, okay. Wir müssen nur etwas anderes einfallen lassen. Ich kann es kaum erwarten, dass Elsa diesen Ort sieht. Du bist eine gute Schwester. Danke. Du bist eine tolle Freundin. Moment mal, ich hab's. Neulich habe ich mir die Bücher in meiner Bibliothek angesehen und ein Buch über mystische Flora und Fauna gefunden. Das war ziemlich kompliziert, aber ich wette, es hat die Antwort darauf, wie man diese Baumstümpfe beseitigt. Lass uns das Buch in meinem Haus finden. Und WB, Luna. Ich glaub an dich. Ja, genug mit der Katze geknuddelt. Di-di-di-di-di. Davon kann man nicht genug haben, das stimmt auch wieder. Huch. Ich sehe nichts.
Nicht du. Hoffentlich sehen wir uns bald. Hier. Hey, du bist hier. Moment, ich erinnere mich. Was? Okay, ich habe dieses Buch von Merlin ausgeliehen. Das war, als die Stümpfe zum ersten Mal auftauchten. Will, los wollten. Hier ist schon wieder ein... Hier ist schon wieder ein Fehler. Ich habe einen Bug gefunden. Okay. Ich starte einmal kurz das Spiel neu. Ja, ist gut. Ja, wer weiß, wie weit ich jetzt wieder zurückspielen muss. Ich hoffe nicht allzu weit. Oh, ich hasse es. Ich hasse Bugs. Bugs sind doof. Bugs sind blöder Mist. Bring Anna das Buch. So, jetzt kann ich mal kurz gucken. Gibt's jetzt? Wahrscheinlich nicht, aber egal. Gibt's jetzt Champignons? Nee. 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 Wäre ja so schön. Oh, aber das andere Krokodilchen ist jetzt hier. Nett. Oh, dieser Hund. Okay, nee, das waren die Katzen, glaube ich. Okay, nichts mit Hund. Das waren die Katzen. Moment, ich erinnere mich. Vor dem Vergessen habe ich dieses Buch von Merlin ausgeliehen. Das war, als die Stümpfe zum ersten Mal auftauchten und wir sie loswerden wollten. Ich hoffe, Merlin erhebt keine Verspätungsgebühren. Oh, das würde er nicht. Oder? Vielleicht stelle ich es einfach zurück in sein Regal, wenn er nicht hinschaut. Hier steht, dass man zur Herstellung einer magischen Schaufel, die stark genug ist, um die dunkle Magie zu durchbrechen, Weichholz hat uns Teile zu basteln und einfach bauen. Nein! Ich werde sie sammeln und sie alle an einer Werkbank zusammenstellen. Danke, Daria. Ich werde weiter nach einem anderen Weg suchen, um rüberzukommen. Nur für den Fall, komm zu mir, wenn du diese Baumstümpfe losgeworden bist. Mhm. Weichholz hat uns Teile zum Basteln. Meine Lieblingsbeschäftigung. Wirklich. Okay, Weichholz kriege ich auf jeden Fall zusammen. Teile zum Basteln. Das brauchte ich dafür nochmal. Eisenbarren. Der ist bei euch Hartholz. Könnte ich in meiner Truhe noch haben. Aber ich gehe mal nicht von aus. Deswegen gehe ich den Weg gar nicht erst. Aber gut, dass wir nur 4 Hartholz brauchen. So, das ist Ariel. Die könnten noch recht einfach zu beschaffen sein.
2. Bald kann ich den Tieren auf den Kopf rumtrampeln. Das wird toll. Also im Sinne von, bald bin ich über den. Ich werde gemobbt von meinen eigenen Tieren. Okay, ich gucke jetzt noch nach meinem Haus. Ja. Ich bin die Leidtragende. Die laufen mir gerade auf den Kopf rum. Ich laufe gerade oben von links nach rechts und von rechts nach links. Näher. Hier ist kein Hartholz. Ich glaube, dann habe ich auch keins mehr, wenn da keins drin ist. Nee, da war allgemein nichts mehr. Und hier? Nope. Okay, Hartholz. So, überhaupt die anstrengend, diese Sucherei. Hartholz, Hartholz, Hartholz. Das, was es immer so wenig gibt. Na gut, das hier kann ich auch einmal mitnehmen. Das ist Vanille. Drei von vier. Freue mich, wenn ich wenigstens ein bisschen weiterkomme. So. Einmal Hartholz brauche ich noch. Einmal Hartholz. So, was brauche ich denn hiervon noch? Fange 3 Fische. Ernte 5 Gemüse. Leben am Limit. So, nächstes Problem. Es gibt kein Hartholz. Gut, dann angel ich erstmal. Fische. Mhm. So, wo ist mein Krokodilchen? Das andere Krokodilchen? Da.
Ach, scheiße. Ja. Yeah. Oh, das ist so süß. Es ist so cute. Das ist hübsch. 7700. So, Sammlung habe ich da noch nichts. Ach, ich bräuchte jetzt ja eigentlich auch wieder Remi, ne? Wo ist Remi? Im Restaurant. Das ist ganz schlecht. Nur, wenn er da jetzt essen will. Oh, Polly. Hallo, Remi. Hey, du bist es. Lass uns abhängen. Wie viel brauchst du noch? Okay. Ich weiß noch gar nicht, was ich für Ariel nehme. Angeln wäre etwas, naja, ne? Ja, Angeln wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig. Bei Ursula würde ich es machen. Bei Ursula freue ich mich tatsächlich auf das Oberteil, was es da gibt. Aber das Kleid ist halt auch so schön. Oh mein Gott, das sieht halt auch richtig geil aus. Oh nee. Remi. Hartholz, Hartholz, Hartholz. Ich bin so kurz davor, irgendwo meine Stufe 2 zu erreichen. Na gut, ich glaube, bei der Spitzhacke habe ich ja schon nächste Stufe. Damit kann ich ja zum Beispiel die Muscheln schon fertig machen. Nicht alle? Nur ein paar. Nee, kein Hartholz. Nur dezent frustrierend. Nur dezent frustrierend. Da hinten sehe ich die Höhle. Hier kriege ich auch gut Algen. Bisher. Oder Seetang. Seetang, Algen, whatever. Ich
Ich habe meinen Seetank-Spot gefunden. Und Stufe 8. Yay, ich hätte Tasche. Oh mein Gott, die rüste ich natürlich einmal aus. Also, wird sie mir einmal auf. Leg ich an. Da. Ja, süß. Gut, sieht man jetzt kaum wegen meiner Haare, aber egal. Ah, das ist klar, Luna. Okay. Ich meine, frag mich aber vor allem, wann diese Champignons wiederkommen. Kann ja nicht sein, dass die einfach mehrere Stunden brauchen, bis sie wieder spawnen. Gut, dann schauen wir hier oben nochmal. Hey, oh. Du bist es. Hoffentlich ja, sehen wir uns ich bald. Bin's. Was gibt's eigentlich hier für Fische? Oder hier auch nur Algen? Auch nur Algen. Deine Kirschen. Oh, viel Filzflecken ab. Filzflecken. Sind das jetzt diese hier? Oh. Ja. Okay, das sind die. Wie viel gibt's dafür? 200. Brauch ich? Bettflecken, die kriegen wir hin. Muss ja eh auf ein paar Sachen warten. Da kann ich auch einmal fix das Streamlet oder mich ums Streamlet kümmern. Dann kann ich nämlich auch bald nächste Gebiet machen. Oh. 2000 brauchen wir noch.
Jo, erstmal wieder rein. So. Das andere sind alles Questgegenstände. Das packe ich einfach mal damit rein. Das war eigentlich auch was zu essen, aber egal. Dann suche ich mal weiter nach Hartholz. Bitte nur noch eins. Einmal Hartholz. Okay, das Holz hat hier auf jeden Fall gespawnt. Wir sind zumindest. Das war das Falsche. Das. Ne. Auch nicht das richtige Holz. Also bei den Champignons habe ich das Gefühl, die kommen nur einmal am Tag.